Ja, bevor irgendwie ein Stoff mich interessiert, ist es natürlich, weil ich da spielen muss, erstmal die Rolle. Und die Rolle war eigentlich auch schon in der ersten Fassung, jetzt abgesehen von den Dialogen, die noch nicht sehr gut waren, einfach spannend. Jemand, der versucht, einen anderen zu überzeugen von einem bestimmten Weltbild und das unter anderem auch von Gewalt und von, ja, von dem Art Ultimatum. Und das ganze Ding ist ja wie so ein Countdown auch geschrieben, dass der Krämer nicht sehr viel Zeit hat für seine Entscheidung und die Drohung, wieder ins KZ zurück zu müssen. Und ich war natürlich erstmal überrascht darüber, dass der so jung, dass Volker so über einen Jungen nachgedacht hat für Gebhardt. Und ich glaube, das waren auch erstmal längere Zeit so Überlegungen, ob man den nicht älter besetzen müsste. Und ich hatte die Überlegung auch, ehrlich gesagt. Und habe dann aber gedacht, was man aus Berichten hört und was man, wenn man so liest und auch Dokumentarfilme aus der Zeit vom Nationalsozialismus, ist eine der typischsten Sachen, dass junge Leute respektlos mit alten Leuten umgehen. Und auch relativ schnell eine Karriere gemacht haben, was sie vorher wahrscheinlich niemals irgendwie die Fähigkeiten dazu gehabt hätten. Und ich fand diese Figur Gebhardt einfach geheimnisvoll und spannend von Anfang an. Und nachher kam dann auch die Überlegung, dass der Stoff auch sehr interessant ist. Und gerade die Beziehung Kirche und Nationalsozialismus ist ja auch immer noch ein bisschen unaufgeklärtes Thema und sehr kompliziert. Und ja, ich fand die Geschichte spannend erzählt. Also es stimmt, ich habe viele zeitgenössische Filme gemacht, aber gerade im letzten Jahr, die Filme sind noch nicht raus, habe ich sehr viele historische Filme gemacht. Also nicht viele, aber ich hab einen Film gemacht, der im Jahr 1927 spielt, also kurz vor dem Ausbruch des Nationalsozialismus und vor dem Dritten Reich. Und es ist aber, ja, Kalt ist der Abend war auch so ein Film, der irgendwie gespielt hat in der Zeit vom Nationalsozialismus. Aber jeder Film ist ja da auch ganz neu und ich habe im Moment lese ich ganz viel die Nürnberger Prozesse und die Protokolle, wie die Nazis sich damals verteidigt haben, wie die gedacht haben. Und das hat ja auch was mit der Zeit dazu, also mit der Zeit zu tun, in der der neunte Tag spielt. Ich finde immer diese Frage nach, wie ich mich in der Zeit einfühle, da gibt es viele, viele äußere Sachen, die wichtig sind. Wie auch der ganze Dekor und die Art, wie man sich verhält, eine Art von Höflichkeit, die ja auch altmodisch geworden ist, oder bestimmte, ja, bestimmte Art zu reden und zu sprechen. Aber das rückt dann irgendwann auch für mich in den Hintergrund zugunsten eigentlich der Figur, die ja dann auch lebendig sein muss und eben nicht irgendwie vergilbt oder weit weg von uns, sondern sie soll ja eigentlich nah an uns rangebracht werden. Und überlasse dann eigentlich diesen ganzen historischen Rahmen lieber dann doch eher so der Ausstattung und dem, ja, eben lass es als Rahmen dafür, dass die Figur trotzdem lebendig bleibt. Wir hatten von Anfang an sehr intensive Gespräche mit Volker Schlöndorff und mit Andreas Pflüger, der das Drehbuch bearbeitet hat, über den Katholizismus. Und ich hatte eigentlich mehr Fragen, als dass ich wirklich firm. Ich bin nicht wirklich so, dass ich mich sehr gut auskenne in katholischen Fragen. Aber wenn man so einen Film dann vorbereitet, dann lechzt man natürlich nach jedem Gespräch, was irgendwie sich um diese Themen kreist. Und jeder Katholik oder jeder, der da ein bisschen mehr weiß, den belöchert man dann mit Fragen. Und ich hatte ganz viele Fragen von Anfang an irgendwie, auch gerade was Judas und Jesus betrifft. Und das war auf der einen Seite das große Thema, auf der anderen Seite natürlich der Nationalsozialismus, wo ich mich, glaube ich, ein bisschen besser auskenne jetzt als ich könnte nicht so viel über den Katholizismus sagen wie über Nationalsozialismus. Und es gibt, ja, diese beiden Themen sind ja eigentlich so weit voneinander entfernt und trotzdem haben sie ganz viel miteinander zu tun. Und gerade wie sich damals auch der Papst verhalten hat und all diese ganzen geschichtlichen Sachen, die passiert sind. Das hat mich von Anfang an sehr neugierig gemacht. Trotzdem glaube ich, dass ein Schauspieler nicht Wissenschaftler sein muss oder so firm sein muss wie ein wirklicher katholisch Gläubiger. Man hat ja selber sehr viele Sachen, an die man persönlich glaubt, ohne religiös zu sein. Und
das kann man irgendwie, finde ich, einbringen, um jemanden glaubhaft darzustellen, der glaubt, der eine bestimmte Sache glaubt. Und Gebhardt hat, glaube ich, also meine Rolle hat ein ganz starkes Glaubensproblem letztendlich. Also er ist vielleicht in dem Sinne ein Gläubiger, dass er auch stark zweifelt, ohne das nach außen dringen zu lassen, ohne das zuzulassen, sehr stark zweifelt daran, dass der Weg des Nationalsozialismus vereinbar ist mit dem Christentum, obwohl er das immer wieder sagt, dass das zusammengehört. Aber letztendlich braucht er, glaube ich, Krämer ganz, ganz stark als eine Erleichterung oder sowas wie ein Ablass, für einen persönlichen Ablass verlangt er von ihm. Und dieses Gefühl, dass einem jemand anders irgendwie sagt, du hast recht, das kennt man ja selber auch ganz stark aus seinem Alltagsleben oder so. Dazu muss man jetzt nicht in der Problematik NS-Staat und Katholizismus sein. Also ich finde, also Gebhardt denkt von Anfang an, er sitzt jemandem gegenüber, der in seinem Glauben schon angeknackst ist, weil er etwas getan hat, wo er jemanden anderen geschadet hat, um zu überleben im Lager. Was Krämer mit Lagerschwein bezeichnet. Und das ist der erste Aufhänger, an den sich Gebhardt eigentlich so, wo er sich sagt, der ist schon ein bisschen abgefallen. Er hat schon ein bisschen was von dem Judas an sich und er wird es für uns auch tun. Und was er aber nicht weiß, ist, dass Krämer diese Sache so stark beschäftigt, dass er im Gegenteil umso gläubiger ist, als er jemals war eigentlich. Und das ist für Krämer wahrscheinlich der Grund ist, ich werde das nie wieder tun. Ich werde zurückgehen ins Lager. Und ich glaube, es ist genau der Punkt, wo sich Gebhardt und Krämer eben ganz stark unterscheiden. Was Gebhardt einfach gar nicht denken kann. Weil Gebhardt hat, glaube ich, für sich das gleiche Gefühl. Er hat das gesehen, was im Osten passiert ist. Und hat das Gefühl, er ist ein angeknackster Christ, er ist jemand, der das gesehen hat und trotzdem weiter dem NS-Staat dient. Und für ihn ist diese Judas-Idee wie so eine Rettung, weil er sich sagt, das ist ja auch es ist doch ein jünger Christus gewesen und eigentlich mit der Begründer des Christentums, wenn man es in seinen Gedankengängen sieht. Und er versucht sich damit praktisch intellektuell oder gedanklich von einer ganz starken Schuld zu befreien und glaubt, dass Krämer diesen Gedankengang, wenn er ihn versteht, akzeptieren wird und das Gleiche tun wird wie er. Und letztendlich ist das die Geschichte. Letztendlich erzählt es genau das, wie zwei Menschen, der eine eigentlich wirklich gläubig ist und der andere in einem intellektuellen Spinngewebe sich irgendwie verhangen hat und damit dann auch ja, zum Schluss nicht mehr leben kann. Wie ist es? Ich halte es für durchaus möglich, dass intelligente Menschen das Unmenschlichste tun, was es gibt. Also das hat ja der NS-Staat bewiesen. Das waren ja keine Dummköpfe. Die waren, ich weiß nicht, ich finde es eines der größten geschichtlichen Rätsel immer noch, wie es möglich war, ein ganzes Volk dermaßen betrunken zu machen und ja, zu verführen. Ich glaube, dass sowas nur möglich ist, wenn es Leute gibt, die eine ganz, ganz große Kraft auch, die zu was Gutem hätte führen können, in sich tragen. Und ich glaube, dass Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg war es ja eine sehr junge Nation und mit sehr vielen, vielen intelligenten Menschen, ja, viele intelligente Menschen, die in Deutschland gelebt haben und eine unheimliche Kraft hatten, was zu wollen. Und diese Kraft wurde, glaube ich, benutzt von einer Gruppe von Menschen in eine wahnsinnig zerstörerische Weise. Und wenn man sich überlegt, was daraus geworden wäre, wenn es jemand anders gewesen wäre als Hitler, der in die Macht gekommen wäre, dann wäre das, wär, unsere ganze Welt würde, glaube ich, heute ganz anders aussehen. Ich glaube auch, dass unsere Welt, es gibt keinen Menschen in dem letzten Jahrhundert, der, glaube ich, die Welt so geprägt hat wie Adolf Hitler. Die Welt würde nicht so aussehen. Es gäbe keine, wäre keine Mauer passiert. Es gibt jetzt, würde wahrscheinlich diese Spannung zwischen Islam und Amerika nicht geben. All diese ganzen Probleme ist letztendlich etwas, wo uns der ganze Nationalsozialismus eigentlich reingeführt hat. Und ich kann diese Frage auch nicht wirklich beantworten, wie sowas möglich ist, warum intelligente Menschen sowas tun. Es hat was Irrationales. Und ich glaube, immer wenn Politik
irrational wird, es ist gefährlich, egal auf welchem Gebiet. Ob es Begeisterung ist, ich halte Begeisterung auch, politische Begeisterung auch für gefährlich. Eigentlich muss man, glaube ich, als Politiker immer nüchtern sein und die Interessen seines Volkes und seines Staates und des Friedens wahren. Und das haben die, das war in Hitlers Kopf, glaube ich, nie drin, von Anfang an nicht. Also ich kann jetzt noch nicht in der Vergangenheitsform sprechen, weil wir uns mitten in der Filmarbeit befinden und ich noch 4 Tage vor mir habe. Aber ich kann nur sagen, dass mir das unheimlich großen Spaß macht und ich habe das ihm auch schon gesagt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, was ich bei anderen Filmregisseuren noch nicht hatte, dass man in intensiven Theaterproben steckt und nach jedem Drehtag irgendwie nicht den Eindruck hat, dass dieser Tag abgedreht ist, sondern dass man morgen daran weiterarbeitet. Das hängt auch damit zusammen, dass alles hier in diesem Raum ist. Aber es hängt auch damit zusammen, wie genau Schlöndorff arbeitet und wie genau er auf Schauspieler eingeht und wie neugierig er ist auf jeden einzelnen Vorschlag, den man macht. Und mir macht es ganz, ganz großen Spaß. Also es ist für mich eine ganz, ganz einmalige Erfahrung, mit ihm zu arbeiten. War das irgendwie?